mit den Bildern Rupert Gredlers in der Galerie im Schloss Porzia ist man wahrlich in bester Gesellschaft. Sie können in seine Malerei viel hineininterpretieren. Diese scheint sehr viel zu erzählen. Doch was genau? Da müssen Sie schon nachdenken. Ist sie philosophisch verankert? Psychologisch zu verstehen? Auf alle Fälle hat sie etwas vom fantastischen Realismus, scheint mir, und etwas barock Bewegtes. Mich ließ sie zu Anfang einfach sprachlos. Und das ist gut so. Man redet ohnehin zu schnell, zu viel. Und dann hat doch das Gespräch mit dem Künstler über den Entstehungsprozess mir Augen und Geist weiter geöffnet. Ich durfte erfahren, dass bei Rupert Gredler alles von der Notwendigkeit der Komposition ausgeht. Die Komposition muss in sich stimmen, exakt sein. Und Rupert Gredler komponiert nur mit Objekten, die er vor Augen hat und greifen kann. So kommt es, dass er so oft sein eigenes Gesicht malt, weil ihm das immer zur Verfügung steht. Aber meistens malt er es ohne Haare, weil die Haare nur selten in die Komposition passen würden. In Frage kommen auch Dinge, die er eben zu Hause hat. Tierschädel, Vogelflügel oder zum Beispiel Skihandschuhe und Rucksäcke, wenn die Komposition kleinere, dunkle Formen verlangt. Beim Betrachtungsprozess geht es also zuerst um das Erfassen einer in sich stimmenden, exakten Komposition. Aus der Notwendigkeit der Komposition ergeben sich die visuellen Rätsel, die nun philosophisch, psychologisch, erzählend gedeutet werden können. Für den Maler ist mit einem gut komponierten Bild die Arbeit vollbracht und mit einer Dosis Selbstironie, einer heilsamen Distanz zur eigenen Wichtigkeit. Sie können bis zum 31. Mai 2019 in der Galerie im Schloss Porzia auf Rupert Gredlers gemalte Vorschläge einsteigen. Die Ausstellung lädt ein, kompositorisch mitzudenken und die Geschichten, die aus diesen tanzenden Kompositionen entstehen, auf ihre ganz persönliche Weise nachzuempfinden.